Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 22, 106, 107, 108. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und von Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sechstes Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches. Berichterstattung hat hier der Kollege Felix Martin. Wie er auch die Berichterstattung hat zum Dringlichen Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE 2030/63 zu 2029/32 zu 2020/2435. Und er hat die Berichterstattung zur nächsten Beschlussempfehlung und Bericht 2030/65 und zu Tagesordnungspunkt 108 hat er auch die Berichterstattung. Bitte, Kollege Martin, das ist ein Haufen Zeug. Aber ich glaube, der Kollege Frömmrich übernimmt das, oder? Ich kann dir aushelfen. Pass mal auf. Was ist das? 22? Haben wir doch alles hier. Also. Oh, wo ist das, Frau Strauß-Siebauer? Hier ist nichts. Ja, Günther, da kommt der Martin mit der Mappe und alles ist gut. Wunderbar. Lieber Kollege Felix Martin, bei so vielen Beschlussempfehlungen, das hat uns durcheinander gemacht. Bitte, Sie haben das Wort. Völlig außer Atem, gerade aus dem Büro gekommen. Herr Präsident, ich darf ein ganzes Paket empfehlen des Ausschusses für Soziales und Integration. Zunächst zum Gesetzentwurf von CDU und GRÜNEN, Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches. 2030/62 ist die Beschlussempfehlung. Der Ausschuss empfiehlt, den Gesetz in zweiter Fassung unverändert anzunehmen, mit den Stimmen von CDU und GRÜNEN gegen Freie Demokraten, DIE LINKE und bei Stimmenthaltung von SPD und AfD. Das Gesetz der LINKEN, Hessisches Gesetz zur Sicherung einer fachgerechten Praxisanleitung. Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen, mit den Stimmen von CDU und GRÜNEN und AfD gegen SPD, DIE LINKE bei Stimmenthaltung der Freien Demokraten. Zum Antrag der Freien Demokraten, Betreuungsverbot aufheben. Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Antrag abzulehnen, mit den Stimmen von CDU und GRÜNEN gegen SPD, AfD und Freie Demokraten bei Stimmenthaltung der LINKEN. Und der Antrag der SPD, Erzieherinnen und Erzieher stärken, jetzt in Ausbildung investieren. Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Dringlichen Antrag abzulehnen, mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, gegen SPD bei Stimmenthaltung von AfD, Freien Demokraten und DIE LINKE. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Martin. Dann darf ich die Aussprache eröffnen und darf das Wort erteilen der Kollegin Anders für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich sehr, dass wir heute nach der dritten Lesung die Änderungen des Hessischen Kinder- und Jugendgesetzbuches verabschieden können und damit auch das Gesetz zum 1.8. in Kraft treten kann. Das ist ein wunderbares Signal für alle Kitas in unserem Land, ein wunderbares Signal für alle Eltern und ihre Kinder und genauso auch für die Kommunen und die Träger. Wir erhöhen den Fachkraft-Kind-Schlüssel, denn mehr Personal bedeutet mehr Zeit für individuelle Betreuung und Förderung, also mehr Zeit fürs Kind. Das ist genau die Qualität, für die wir uns in Hessen entschieden haben. Das ist die Qualität, die wir in Hessen wollen. Und das zeigt sich darin, dass wir die Leitungen jetzt endlich freistellen können mit 20% und die Finanzierung übernehmen. Das zeigt sich darin, dass die Ausfallzeiten deutlich erhöht werden und finanziert werden. Und damit lassen wir eben die Kommunen nicht alleine, sondern wir stellen 1 Milliarde € zur Verfügung, so viel wie noch nie und so zielgerichtet wie noch nie. Die Anhörung hat gezeigt, dass wir genau die richtigen Prioritäten setzen. Denn tatsächlich, Herr Rock hat es ja schon am Dienstag angesprochen, hätten wir es uns auch sehr leicht machen können, wie andere Bundesländer, z. B. wie Mecklenburg-Vorpommern. Wir hätten die Gelder des Bundes dafür verwenden können, die Beitragsfreiheit auszuweiten.
Wir machen es uns aber nicht einfach. Wir wollen in die Zukunft investieren, und deswegen setzen wir genau auf die Qualität. Das ist das, was Hessen braucht, und da machen wir es uns eben nicht einfach. Wir erhöhen die Grundpauschalen um 40%. Wir erhöhen die Schwerpunkt-Kitas-Pauschalen. Wir ermöglichen, dass Kitas, die länger als 45 Stunden geöffnet haben, auch besser finanziert werden. Wir sorgen dafür, dass die inklusive Betreuung von behinderten und nicht behinderten Kindern besser finanziert wird. Und wir gehen verantwortungsvoll mit dem Fachkraftkatalog um und öffnen ihn moderat, um dem Fachkraftmangel entgegenzuwirken. Und weil eigentlich dazu in dieser Woche schon alles gesagt wurde und wir fast am Ende der Tagesordnung heute sind, ich fasse es kurz zusammen. Wir setzen damit neue Maßstäbe in der Kinderbetreuung. Wir bringen mehr Personal in die Kitas. Wir würdigen die Aufgabe von Kita-Leitungen, und wir sorgen für die finanzielle Ausstattung. Wir investieren so viel wie noch nie. Das ist gut so. Und ich freue mich, dass das Gesetz zum 1.8. rückwirkend zum 1.1. in Kraft treten kann. Damit sind die Kommunen gut aufgestellt, und wir sichern die Finanzierung der Kinderbetreuung. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Anders. Nächste Rednerin ist die Kollegin Gnadl für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es geht heute um die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes des Bundes, den insbesondere die SPD in dieser Bundesregierung angestoßen hat. Und nach zahlreichen Investitionsprogrammen hatte sich der Bund entschieden, jetzt die Bundesländer im Ausbau der Qualität zu unterstützen. Und Hessen profitiert davon mit 412 Millionen €. Wir haben die verabredeten Punkte zur Weiterentwicklung der Kitas begrüßt, die Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels, die Stärkung der Kita-Leitung. Das sind alles Punkte, die wir seit Jahren als SPD-Fraktion hier im Hessischen Landtag gefordert haben und zu denen wir auch schon eigene Gesetzentwürfe eingebracht haben, die Schwarz-Grün bisher immer abgelehnt hatte. Allerdings, und darüber müssen wir heute auch sprechen, gibt es durchaus Kritik an der Umsetzung des Bundesgesetzes hier in Hessen. Die Kommunalen Spitzenverbände haben beispielsweise Kritik geübt an der Finanzierung des Gesetzes, weil sie eben mitnichten für jeden Euro, den sie auf die Bundeseuro einen Euro drauflegen wollten, originäre Landesmittel genommen haben, sondern sie haben sich dem kommunalen Geld über die Heimatumlage bedient. Und, Frau Anders, Sie haben eben wieder die 1 Milliarde erwähnt, die Hessen für die Kinderbetreuung ausgibt. Aber Sie sind uns in der letzten Plenardebatte am Dienstag, aber auch im Ausschuss der Antwort schuldig geblieben, wie viel kommunales Geld in dieser Milliarde steckt. Ich will zu einem zweiten Punkt kommen, und ich denke, der ist sehr, sehr wichtig. Jede Qualitätsverbesserung, die wir anstoßen, die wir dringend brauchen für die Kinder in den Kindertageseinrichtungen, für jede Qualitätsverbesserung brauchen wir mehr Personal. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, versuchen Sie jetzt über den Änderungsantrag, der erst nach der Anhörung eingespeist wurde und der deswegen auch nicht ausführlich beraten werden konnte, versuchen Sie jetzt
Angesichts des eklatant bestehenden Mangels an Fachkräften, und die Bertelsmann Stiftung hatte von 8.000 Fachkräften, die in Hessen fehlen, in den Kitas gesprochen, versuchen Sie jetzt über diesen Änderungsantrag den Fachkraftkatalog aufzuschnüren und zu ergänzen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe das auch schon in der letzten Debatte gesagt, wir sind bereit, auch über den Fachkraftkatalog zu sprechen. Aber wir lehnen die Art und Weise, wie Sie das getan haben und was Sie in Ihrem Änderungsantrag gemacht haben, das lehnen wir als SPD-Fraktion ganz klar ab. Und in der Tat, mit dem, was Sie jetzt vorgelegt haben, setzen Sie tatsächlich in Hessen neue Maßstäbe, aber ganz und gar nicht im positiven Sinne. Sie machen jetzt per Gesetz aus Menschen Fachkräfte, die vorher den Qualitätsanforderungen eben nicht erfüllt haben und, meine sehr verehrten Damen und Herren, die eben auch keinen vergleichbaren Abschluss haben, so wie Sie das versuchen darzustellen. Und ich rede jetzt hier nicht von den Ergotherapeuten oder den Logopäden. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rede von den Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, die eine zweijährige Ausbildung an einer Berufsfachschule gemacht haben. Vor allen Dingen liegt da der Schwerpunkt eben auf der schulischen Ausbildung und die vielleicht ein Praktikum in der Kita gemacht haben. Und die nehmen Sie jetzt in den Fachkraftkatalog auf, und das heißt, dass die ja am Ende noch nicht einmal die 160 Fortbildungsstunden machen müssen, sondern dass die einfach in den Kitas anfangen können. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Das ist nämlich eine Qualitätsabsenkung und keine Qualitätsverbesserung in den Kindertagesstätten. Und Frau Kollegin Gnadl, Ihre Redezeit läuft langsam ab. Ich komme zum Schluss. Mit dieser Maßnahme werden Sie weder den Anforderungen in den Kitas noch den Sozialassistentinnen und Sozialassistenten gerecht. Denn die haben dann keine Anreize mehr, eine Ausbildung nach der Sozialassistenz zu machen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, das kann nicht sein. Für uns als SPD sind Kindertagesstätten Bildungseinrichtungen, und das sollen sie auch bleiben. Vielen Dank, Frau Gnadl. Nächster Redner ist der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten, der Kollege René Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Über das gesamte Paket der Kinderbetreuung und der Gesetze oder des Gesetzes und der Gesetzesänderungsantrag, den wir jetzt vorliegen haben, ist im Allgemeinen schon sehr viel gesprochen worden. Ich will mich nur an einem einzigen Thema festhalten, weil man in 5 Minuten Redezeit auch nicht zu viele Aspekte mehr aufgreifen will. Und dieses eine Thema ist auch der Bereich, den wir als Grundlage hatten, dafür eine dritte Lesung zu beantragen. Und das ist deshalb so wichtig, weil aus meiner Sicht, wir jetzt Zeit hatten, in der dritten Lesung uns noch einmal intensiver oder durch diese Zeit, die wir gewonnen haben, durch die dritte Lesung uns noch einmal intensiver mit dem Änderungsantrag beschäftigen konnten und dann auch noch einmal Fachleute dazu befragt haben, um uns kundig zu machen, wie die Einschätzung von Fachleuten ist und auch unsere, ob die sich decken und was dort kommuniziert worden ist. Ich will es noch einmal auf den Punkt bringen. Das schließt nämlich an das, was die Kollegin Gnadl hier ausgeführt hat. Dieser Gesetzentwurf, den Sie jetzt vorgelegt haben, führt zu einer unfassbaren Entprofessionalisierung der Kindertagesstätten in unserem Land. Dass Sie vergehen sich an der Zukunft unserer Kinder, wenn Sie diesen Gesetzentwurf so aufrechterhalten. Es ist unglaublich, was Sie dort vorgelegt haben. Ich kann Ihnen auch versprechen, dass wir in absehbarer Zeit dieses Thema wieder mit dem Gesetzentwurf selbst aufrufen werden, um dann in der Anhörung mal ganz vernünftig über so ein schwerwiegendes Thema zu sprechen, das Sie jetzt hier en passant abräumen wollten, wo Ihnen einfach auch fachliche Fehler unterlaufen sind. Fachliche Fehler. Ich fange mal an bei den Fachkräften zu den Menschen zur Mitarbeit, die Sie vorgesehen haben, wo Sie sagen, 15% dieser Personen dürfen in der Kita Fachkräfte ersetzen. Dort haben Sie eine Fortbildung von 160 Stunden festgelegt, die auf 2 Jahre gestreckt wird.
Das Deutsche Kinder-Jugendinstitut empfiehlt bei Tagesmüttern ein Fortbildungsbudget von 300 Stunden und im Anschluss eine Prüfung. Sie ermöglichen jetzt einem BWLer, einem Förster oder wem auch immer mit 160 Stunden, die er in 2 Jahren ableisten muss, sofort Kinderbetreuung umzusetzen. Das ist aus unserer Sicht eine Entprofessionalisierung der frühkindlichen Bildung in Hessen. Und dann kommen wir zu dem Thema, das Frau Gnadl jetzt zweimal schon aufgerufen hat. Das sind die Sozialassistenten und Sozialassistentinnen. Das ist eine 2-jährige schulische Fortbildung, mit der Sie als vollständige Fachkraft in einer Kindertagesstätte arbeiten dürfen. Nur nicht als Leitung, nur nicht als Gruppenführung, aber ansonsten als vollständige Fachkraft in einer Kindertagesstätte arbeiten dürfen. Das ist doch unfassbar. Das ist eigentlich Teil, ein vorgeschriebener Teil der eigentlichen Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher. Und was bedeutet das denn? Sie haben eine viergruppige Einrichtung, wo gut 8 Fachkräfte arbeiten. Meistens sind es ja viel mehr, weil die Stellen geteilt sind. Aber ich will es nur einmal deutlich machen. Da haben Sie 1 bis 1,5 Stellen, Förster, Handwerker oder jemand anderen. Dann holen Sie sich noch 2 Sozialassistentinnen rein. Und da haben Sie 50% der Leute, die in dieser Kindertagesstätte jeden Tag mit den Kindern arbeiten, die völlig frei von pädagogischer Grundausbildung sind. 50% Fachkraftquote haben Sie dann noch in der frühkindlichen Bildungseinrichtung. Das ist doch unglaublich, was Sie hier als Gesetzentwurf vorgelegt haben. Gehen Sie noch einmal in sich und machen sich noch einmal klar, welche Türen Sie aufgetreten haben hier an dieser Stelle. Weil das wollten Sie sicherlich nicht. Das ist Ihnen durchgegangen. Das muss ein Fehler sein. Das muss ein Fehler sein, weil es der größte Anschlag auf die frühkindliche Bildung ist, den wir in Hessen in den letzten Jahren erlebt haben. Das ist ja unglaublich, was Sie hier vorgelegt haben. Und als ich sozusagen die dritte Lesung beantragt habe, war mir das ja selbst noch nicht so klar. Aber wenn man das jetzt mit Fachleuten der frühkindlichen Bildung, mit Wissenschaftlern bespricht, die sagen, seit 10 Jahren machen wir Studien, dass wir mehr Professionalisierung in der frühkindlichen Bildung brauchen, vielleicht sogar eher akademische Abschlüsse in den Leitungspositionen, wo wir eine stärkere Akademisierung sogar wollen oder die Frage der Fortbildung der Erzieher vorantreiben wollen, wo wir einen Lebensweltansatz haben wollen, wo wir ganz viele neue Ideen haben. Da kommen Sie ernsthaft auf die Idee, dass wir demnächst 50% der Personen in einer Kita keine pädagogische Ausbildung mehr haben. Und das ist aus meiner Sicht nicht von Ihnen gewollt gewesen. Das kann nicht von Ihnen gewollt sein. Darum überlegen Sie heute noch einmal, ob Sie diesen Gesetzentwurf nicht selbst zurückziehen, sich das noch einmal überlegen und einen verbesserten Entwurf vorlegen, weil das wird Ihnen in Hessen um die Ohren fliegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Nächster Redner ist der Abg. Volker Richter für die Fraktion der AfD. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der dritten Lesung dieses Gesetzes gilt es, das Gleiche zu kritisieren wie in der zweiten Lesung. Insofern muss man sich nicht wiederholen, aber sehr wohl auf die Kritiken der Opposition eingehen, die stattgefunden hat. Wir hätten dieses Gesetz nicht verstanden, wurde gesagt. Dabei stellte sich im Laufe der Diskussion am Dienstag klar heraus, wir haben es sehr wohl verstanden, denn die gesamte Opposition im Hessischen Landtag war sich einig. Allein die Regierungskoalition hat sich selbst beweihräuchert. Und scheinbar auch ob der geübten Kritik war sie völlig überfordert, auf diese Kritik inhaltlich einzugehen. Es ist ein leichtes zu behaupten, man könne die Argumente der Vorredner jederzeit entkräften, es dann aber nicht tut. Daran zeigt sich die Sprachlosigkeit der Regierung bei berechtigter Kritik durch die Opposition. Auch scheint die Realität der Regierungskoalition eine andere als die der Opposition zu sein. Wenn Sie anderen vorwerfen, sie hätten keine Ahnung, dann müssen Sie das auch beim Hessischen Städte- und Gemeindebund so aussagen. Denn von diesem kam folgendes Statement aus der Stellungnahme vom 23.08.2020, zitiere ich, allgemein ist festzustellen, dass die Städte und Gemeinden im Bereich der Kinderbetreuung nicht nur ständig vor neue Herausforderungen gestellt werden, sondern gleichzeitig mehrere Probleme zu lösen haben, wie z. B. den Anstieg der Bedarfe im Bereich der Kinderbetreuung,
durch den Rechtsanspruch von ein Jahr bis zur Einschulung, durch die gestiegenen Qualitätsstandards, durch die Integration von behinderten Kindern, ebenso wie von Kindern mit Migrationshintergrund und Sprachproblemen und einem erhöhten Personalmangel. Letzteres führt dazu, dass über die Kreisjugendämter in vielen Einrichtungen Notfallpläne erstellt und verbreitet werden, wonach bei Personalmangel, wie z.B. durch Krankheit, die Leistungen der Einrichtungen eingeschränkt oder Gruppen auch ganz geschlossen werden können. Dies verdeutlicht, dass die Belastungsgrenzen für die Einrichtungen erreicht sind und zum Teil schon überschritten wurden. Darüber hinaus stellt sich zunehmend die Frage, inwieweit Fachpersonal überhaupt noch auf dem Arbeitsmarkt anzutreffen ist. Das war das Zitat. Wie können Sie von der Regierungskoalition nun behaupten, andere hätten keine Ahnung, obwohl dies hier direkt aus der Praxis herauskommt? Dann noch für die Frau Anders zum Thema Ideologie, um es ganz klar zu sagen. Und das bezieht sich jetzt auch auf das, was ich vorgelesen habe. Selbstverständlich bedienen Sie sich Ihrer Ideologie, und das auf dem Rücken der Schwächsten, der Schwachen. Und im Gegensatz zu Ihnen haben wir als AfD sehr wohl verstanden, dass die Überforderung vieler Erzieher bei Kindern mit Behinderung schlicht gegeben ist, weil diese nicht dafür ausgebildet sind. Die Ausweitung auch auf fachfremde Personen, das ist genau das, was der Herr Rock eben gesagt hat, bei Erziehern, wird diese Überforderung nicht verbessern, sondern qualitativ sogar noch verschlechtern. Und das bedeutet, dass die Kinder, die bereits mit erheblichen Nachteilen in ihrem Leben zu kämpfen haben, für die wir nämlich sehr wohl einstehen, nun noch nicht einmal die notwendige erzieherische Zuwendung bekommen, die sie unbedingt benötigen. Wie Sie darauf kommen, dass dies alles in der Praxis richtig und gut funktioniert, ist uns ehrlich gesagt ein völliges Rätsel. Vielleicht bekommen Sie tatsächlich nicht die korrekten Rückmeldungen aus den Kitas. Vielleicht erzählt man Ihnen auch nur das, was Sie hören wollen. Dann aber fragen Sie bitte direkt nach und sprechen mit den Erziehern, die tatsächlich selbst mit der Situation sehr unzufrieden sind und genau wissen, dass sie mit ihrer Ausbildung, ihrem Wissen und Können an dieser Stelle schlicht nicht das leisten können, was sie selbst gerne leisten möchten. Es fehlt diesen Erziehern schlicht an Unterstützung. Sie werden alleine gelassen. Wir haben somit sehr gut verstanden, Sie aber haben ein erhebliches Defizit in der Wahrnehmung der Realität und malen sich die Welt, wie sie Ihnen gerade gefällt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Richter. – Nächste Rednerin ist die Abg. Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Alles ist wunderbar. Das ist das, was ich mir jetzt gemerkt habe aus den Rednerinnen der Koalition. Es war ja nur eine. Aber eine solche rosa Brille kann ich mir nicht anziehen. Und ich möchte Ihnen auch die Wiederholung des Dienstags der Diskussion ersparen. Es bleibt dabei, dieser schwarz-grüne Gesetzentwurf bringt zwar mehr als 400 Millionen € an Bundesmittel und die den Kommunen geklauten Mittel in den kommenden Jahren in die Kitas, aber die zahlreichen Baustellen, die in der Anhörung aufgezeigt wurden, werden von Ihnen ignoriert. Und es bleibt dabei, dass Sie Menschen mit einer Schmalspurausbildung in die Schmalspur-Weiterbildung in die Kitas holen. Genau. Ja, super. Ja, danke. Um Geld zu sparen und um die Träger ruhig zu stellen. Und das ist, ich würde es mit anderen Worten ausdrücken wie Sie, ich denke, es ist eine Dequalifizierung des Berufsfelds Kindertagesstätten. Und es ist eine Dequalifizierung der Erzieherausbildung. Und wir brauchen eine Aufwertung dieser Ausbildung. Wir brauchen keine Abwertung. Das ist, denke ich, das ist genau der falsche Weg, den Sie gehen. Und das geht zulasten der Betreuungs- das geht zulasten der Betreuungs- und Bildungsqualität in den Kitas. Und das ist Ihr Verständnis von Bildungspolitik. Aber ich muss sagen, ich habe mir jetzt wirklich noch einmal überlegt im Laufe dieser Debatten, und manchmal ist so eine dritte Lesung ja auch noch zu Erkenntnisgewinnen, da die
die Erkenntnis reifte bei mir, und ich glaube, es war Absicht. Dieser Änderungsantrag war Absicht. Sie haben absichtlich diesen Änderungsantrag nach der Anhörung reingesetzt. Ich glaube, es war Absicht. Und es ist hinterfotzig. Es ist hinterfotzig, vor einer sich der Auseinandersetzung mit den Anzuhörenden nicht auszusetzen, sondern es anschließend in die Debatte reinzubringen. Und Sie wissen, es ist ein großer Schritt. Es ist ein großer Schritt. Sie machen eine Tür auf, die Sie gerne aufmachen möchten. Das merke ich jetzt gerade. Ich werde mir deutlich. Aber diese Tür war mit guten Gründen war sie bisher geschlossen, dass es wirklich zu einer weiteren Absenkung dieser Qualität kommt und zu einer Öffnung des Fachkräftekatalogs. Und wenn der Herr Rock noch an gute Menschen glaubt, mir ist der Glaube verloren gegangen. Anstrengender ist wahrscheinlich, aber auch lohnenswerter wäre, hier in der Debatte mal sich mit unserem Gesetzentwurf zu beschäftigen. Ich will nur eine Stellungnahme von einer Anzuhörenden noch einmal zitieren, von einer Personalrätin, die selbst als Erzieherin tätig war und Praxisanleitungen durchgeführt hat. Vielleicht hören Sie dann noch einmal zu, vielleicht das nützt eh nichts. Wir brauchen Praxisanleiterinnen, die den Anforderungen an eine gute Ausbildungsbegleitung gewachsen sind und die die nötigen Zeitressourcen haben, um nachhaltig und praxisorientiert auszubilden. Warten Sie einen Moment ab. Es ist furchtbar unruhig im Plenarsaal. Ich bitte, der Rednerin zuzuhören. Und wenn man sprechen möchte, bitte den Plenarsaal zu verlassen. Ich danke Ihnen, Herr Präsident. Ich zitiere weiter. Im Arbeitsalltag ist diese Fülle an Aufgaben für Praxisanleitungen kaum zu bewältigen und bedeuten immer einen Spagat zwischen anderen Aufgaben und der Notwendigkeit, Auszubildenden die nötige Zeit einräumen zu können. Große Gruppen mit 25 Kindern binden die komplette Aufmerksamkeit für den ganzen Tag, und Anleitungsgespräche müssen oft ausfallen, weil der Personalschlüssel scharf auf Kante genäht ist. Und gerade mit der praxisintegrierten Ausbildung ist der Praxisanteil noch größer, und es ist wichtiger, die Professionalisierung dieser Ausbildungsbegleitung zu unterstützen und zu fördern. Entscheidend ist, ein Großteil der Berufsanfängerinnen orientiert sich nach ihrer Ausbildung anderweitig, häufig sogar in völlig anderen Berufsfeldern. Eine praxisorientierte und professionelle Begleitung im letzten Ausbildungsabschnitt kann dazu beitragen, dass nach der Ausbildung in den Einrichtungen bleiben und auch so dem Fachkräftebedarf entgegengewirkt werden kann. Das ist die Meinung der Praxis. Das ignorieren Sie komplett. Sie schaffen keine gesetzliche Grundlage für eine Fachkräftepraxisanleitung, und damit bleibt die Gewährung von Anleitungsstunden ebenso dem guten Willen oder der Personalsituation vor Ort abhängig wie der Zugang zu einer Qualifikation für die Anleitenden. Zusammengefasst, Ihr Weg zur Reduzierung der Personalprobleme im Kita-Bereich setzt auf Dequalifizierung und Quereinstieg. Unser Vorschlag auf Qualifizierung, Einbindung und das Halten und Wiedergewinnen von Fachkräften. Das genau ist der Unterschied zwischen schwarz-grüner und linker Bildungs- und Kita-Politik, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Zu einer Kurzintervention gemeldet hat sich der Abgeordnete Markus Bocklet. Aber Markus, lass noch putzen vielleicht, dass nichts passiert. Eine absichtliche Meldung mit einer Kurzintervention. Jetzt hat der Kollege Bocklet das Wort. Frau Kollegin Böhm, und ich darf ja nicht zum Herrn René Rock sagen, sondern nur zu der Vorgängerrednerin. Deswegen rede ich jetzt auch nur zu Ihnen. Aber der Kollege hat es auch gesagt. Wenn man eine Anhörung verfolgt, aktiv, aktives Zuhören, eine aktive Anhörung, und die Regierungsfraktionen von CDU und GRÜNEN haben daraus keine Lehren gezogen, dann waren wir arrogant und ignorant, um es einmal so zu sagen. Wenn wir jetzt eine Anhörung machen und hören dort von 12 Anzuhörenden,
dass Sie uns bitten, den Fachkräftekatalog zu öffnen, dann war es hinterpotzig. Ich glaube, Sie haben nicht alles richtig sortiert heute hier, glaube ich. Frau Kollegin Böhm, Sie dürfen vorsätzlich oder auch absichtlich antworten. Bitte. Herr Kollege Bocklet, gut, dass ich nicht so empfindlich wäre. Sonst hätte ich das nämlich als Beleidigung wahrgenommen. Den letzten Satz. Also, wir haben jetzt noch voraussichtlich 10 Minuten, es sei denn, diese Plenarsitzung eskaliert. Und deswegen darf ich bitten, ausschließlich, jetzt schweigen bitte alle, bis auf die Rednerin. Dankeschön. Letzter Satz. Sie können von Person und Sache anscheinend nicht unterscheiden. Das tut mir sehr leid. Aber dann müssen Sie die Grundregeln der Kommunikation lernen, Herr Bocklet. Das war eine persönliche Beleidigung mir gegenüber. Aber ich möchte, aber Herr Bocklet, dabei bleibe ich nicht. Ich rede zur Sache. Ich habe es. Wir können uns gerne mit dem Protokoll auseinandersetzen. Aber ich würde gerne noch einmal zur Sache reden. Zur Frage, lernen Sie aus Anhörungen oder nicht? Wir haben nichts gesagt zu dem ersten Punkt Ihres Änderungsantrags. Da haben Sie durchaus aus der Anhörung gelernt. Finde ich ja mal gut. Hätte ich vielleicht schon mal vorsagen, aber ich muss Sie ja nicht dauernd loben. Aber der zweite Punkt der Anhörung, da wissen Sie genau, Sie haben eine Diskussion, die seit Jahren hier im Hessischen Landtag verläuft, und nicht nur im Hessischen Landtag, die bei allen Trägern verläuft, und wo sich Träger und Kittereinrichtungen jetzt fragen, wer mit welchem Klammersack gepudert ist, solch eine Regelung jetzt ins Gesetz reinzuschreiben, haben Sie auf einem kurzen Weg in dieses Gesetz reingebracht. Und das kritisiere ich sehr, sehr deutlich, und das ist eine, keine richtige, gute Vorgehensweise. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Nächste Rednerin ist die Abg. Claudia Ravensburg für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zu unserem Änderungsgesetz ist schon viel diskutiert worden heute. Die Vorteile klar benannt, und in der Anhörung sind die Vorteile auch bestätigt worden. Deshalb hatte ich angenommen, dass die FDP, lieber Herr Rock, die dritte Lesung deshalb beantragt hat, weil sie die Zeit nutzen wollte, nachzudenken und sich einmal zu erinnern, welche Regelung im Fachkraftkatalog sie in 2012 mit uns gemeinsam im Gesetzentwurf zum KiföG vom 4.12.2020 auf den Weg gebracht haben. Schließlich habe ich mich dann nämlich sehr gewundert, dass Sie, liebe Kollegen von der FDP, von der damalig auch von Ihnen mit vorgeschlagenen Regelung zur Fachkraftkatalogerweiterung in der Debatte dann am Dienstag gar nichts mehr wussten oder vielleicht auch nicht wissen wollten. Heute haben Sie unfassbar dazu gesagt. Aber ich will Ihnen gerne zum Schluss heute Abend noch einmal helfen. Im alten Entwurf aus 2012 steht zu den Fachkräften zur Mitarbeit, zum Einsatz in multiprofessionellen und in multidisziplinären Teams. Erstens. Diese Kräfte brauchen Erfahrung in der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Frau Kollegin Ravensburg, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Rock? Nein. Ich kann mal das auch ausführen. Ich freue mich, dass der Herr Rock jetzt einmal zuhört. Also Erfahrung in der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Im Neuen steht Erfahrung in der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Zweitens. Wir hatten einen mittleren Bildungsabschluss gefordert. Im Neuen steht, wir fordern einen mittleren Bildungsabschluss. Wir haben damals geschrieben, gemäß der Zweckbestimmung der Kita brauchen wir die Kräfte. Die müssen darauf passen. Im Neuen steht, passend ins Profil der Kita. Viertens. Weiterbildungsverpflichtung. Im Neuen steht, Weiterbildungsverpflichtung. Fünftens.
nur mit der Zustimmung des Jugendamtes. Im Neuen steht nur mit der Zustimmung des Jugendamtes. Und neu ist die Begrenzung auf 15% des Teams. Also, wie die FDP hier verfährt, was interessiert mich denn der Schnee von gestern? Meine Damen und Herren, wir alle wissen, wie es ausgegangen ist. Damals war unser Änderungsvorschlag nicht umsetzbar. Inzwischen aber hat sich die Lage schon dadurch verändert, dass viele Bundesländer, auch dort, wo die FDP mit in Verantwortung ist, inzwischen vorangegangen sind und die Fachkräfte zur Mitarbeit in ihre multiprofessionellen Teams in den Kitas längst integriert haben. Ich meine damit nämlich nicht nur Baden-Württemberg, sondern auch Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und auch Berlin, Frau Böhm. Und da erinnere ich mich auch, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben gesagt, wer das macht, ist ein schlechter Mensch und haben uns als schlechte Menschen bezeichnet. Und dann frage ich mich, wie sollen wir denn die Linke in Berlin bezeichnen, weil die haben natürlich auch die Fachkräfte zur Mitarbeit und nicht etwa 15% wie bei uns, sondern seit 1. Mai 30%. Ja, sowas. So schlechte Menschen sind die Berliner Linken. So, und jetzt muss ich noch einen ganz wichtigen Punkt, der uns alle Sorgen macht, natürlich. Die Kinderzahlen und der Betreuungsbedarf natürlich gerade in den westlichen Bundesländern, da zähle ich aber auch Berlin dazu, das war erfreulich, ist rasant gestiegen. Und deshalb müssen wir alle unsere Anstrengungen dahingehend stärken, dass wir ausreichend Kräfte, Fachkräfte für die Kitas bekommen. Aber der Anstieg ist so rasant, dass eben die fünfjährige Ausbildung so einfach nicht dabei hinterherkommt. Und wir wissen jetzt schon, dass bis 2025 die Kinderzahlen weiter steigen. Genau deshalb haben sich auch die Anzuhörenden in der mündlichen Anhörung so übereinstimmend für die Öffnung des Fachkräftekatalogs ausgesprochen. Der Kollege Bocklet hat es eben gesagt, ich brauche es nicht wiederholen. Denn nur weil die Anhörung so einhellig und so dringlich die Öffnung von uns gefordert hat, haben wir den Änderungsantrag gestellt. Und das, obwohl der Landesjugendhilfeausschuss, ich wiederhole mich, mit der Vorsitzenden Frau Gnadl einen Unterausschuss gebildet hat, der sich mit der Öffnung des Fachkraftkataloges beschäftigt und dessen Ergebnisse wir noch abwarten werden. Frau Kollegin, Ihre Redezeit läuft ab. Herr Präsident, ich komme zum Ende. Mehr Personal für die Kinder, Verbesserung der Qualität und Verbesserung der Kita-Finanzierung für die Kommunen, das sind die wichtigen Punkte unseres guten Kita-Gesetzes. Wir machen heute den Weg frei für das gute Kita-Paket aller Hessen mit der ganz besonderen Qualität. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ravensburg. Zu einer Kurzintervention gemeldet hat sich der Kollege René Rock. Es scheint ja so zu sein, je schlechter das Gesetz, umso lauter und länger der Applaus. Das scheint einen Zusammenhang zu geben. Vielleicht will man sich selbst Mut zu klatschen. Ich weiß es ja nicht. Die Woche ist ja sowieso nicht so gut für Sie gelaufen. Das macht es jetzt auch nicht besser. Das ist jetzt ein passender Abschluss für diese Woche. Ja, was soll ich sagen, Frau Ravensburg? Ich meine, Sie waren doch live dabei. Was erzählen Sie hier für einen Kram? Das, was damals der Vorschlag der Koalition war, ist bekämpft worden und wir haben es eingesehen. Ich weiß gar nicht, ob Sie mit auf dem Podium saßen, als wir der Presse erklärt haben, dass wir den Vorschlag zurückziehen, weil es keine gute Idee war. Weil es keine gute Idee war, es ist nie ins Gesetzblatt gekommen. Also erzählen Sie jetzt so einen komischen Kram hier, sondern es war nicht im Gesetz, sonst müssten Sie ja jetzt nicht reinschreiben, weil wir uns haben überzeugen lassen, dass es eine schlechte Idee war. Und von daher habe ich da auch nichts zu erklären. Vielleicht können Sie das noch einmal klarstellen und sagen, es ist ja nie Gesetz geworden, weil es schon damals falsch war und es ist heute noch mehr falsch. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kollege Rock. Frau Kollegin Ravensburg, möchten Sie erwidern? Nein, das ist nicht der Fall. Dann spricht jetzt für die Landesregierung Herr Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will dann doch noch einmal zum Kern dieses Gesetzes zurückkommen, bevor wir über einen Aspekt uns hier in der dritten Lesung so wahnsinnig intensiv auseinandersetzen. Und das Wichtige, was wir heute, ich hoffe, in wenigen Minuten hinkriegen, ist, dass wir einen richtig großen Schritt machen für die weitere Steigerung der Bildungs- und Betreuungsqualität in unseren hessischen Kitas. Wir machen einen großen Schritt, damit alle Kinder mit den gleichen Chancen aufwachsen können. Wir machen einen großen Schritt auch zur weiteren Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich will es dann schon auch noch einmal sagen, deshalb unterstützt diese Landesregierung die Kommunen bei dieser Aufgabe mit über 1,1 Milliarden Euro, so viel Geld, wie es für die Kinderbetreuung von einer Landesregierung noch nie in diesem Land zweckgebunden gab. Und wir haben ja schon am Dienstag intensiv gehört, dass dieser Gesetzentwurf oder die Ziele dieses Gesetzentwurfs der Opposition nicht gefallen. Damit diese dritte Lesung dann wenigstens einen didaktischen Wert hat, würde ich versuchen, noch einmal für Ihre Unterstützung zu werben, und zwar mit den starken Inhalten dieses Gesetzes. Erstens ist da die Betriebskostenförderung für jedes Kind, das in einer Kita oder in der Kindertagespflege in Hessen betreut wird, erhalten die Träger diese enorme Unterstützung. Und damit wird erstmals übrigens, und das haben wir am Dienstag, glaube ich, noch nicht hinreichend beleuchtet, auch eine Öffnungszeit von mehr als 45 Stunden refinanziert. Zweitens, wir schaffen mehr Zeit für jedes Kind. Die Leitungskraft einer Kita bekommt ein festes Zeitbudget für organisatorische und pädagogische Aufgaben. Die anrechenbaren Zeiten für Urlaub, für Fortbildung, für Krankheit werden erhöht. Und das heißt, unterm Strich kommt mehr Personal in die Kitas, und es entsteht mehr Zeit für jedes Kind. Herr Staatsminister, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Rock? Hinreichend Gelegenheit, das Thema zu diskutieren. Ich habe Sie am Dienstag im Ausschuss vermisst, Herr Rock. Wenn es Ihnen so wichtig gewesen wäre, hätten Sie gerne kommen können. Drittens fördern wir die Vielfalt in den Kitas, indem Kitas mit vielen Kindern aus nicht deutschsprachigen Familien oder Familien im SGB-Leistungsbezug eine besondere Förderung bekommen. Und auch die Pauschale für Kinder mit Behinderung wird erhöht. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt, den Sie ja heute in den Mittelpunkt Ihrer Reden gestellt haben. Wir unterstützen die Kitas dabei, Fachkräfte zu gewinnen. Wir haben Ihnen die vielfältigen Maßnahmen in dieser Woche auch schon mehrfach vorgestellt. Unter anderem verdreifachen wir als Land die praxisintegrierten, vergüteten Ausbildungsplätze. Der Bund hat sich übrigens einfach mir nichts, dir nichts wenige Wochen vor Jahresende aus dieser Verantwortung herausgestohlen, entgegen seiner Ankündigung. So war es doch. Und natürlich wollen wir mehr Fachkräfte, tun auch vieles dafür. Die fallen aber nicht vom Himmel. Wir müssen uns darum intensiv kümmern, und das tun wir. Und deshalb öffnen wir mit Augenmaß und unter Beibehaltung unserer hohen Qualitätsstandards den Fachkraftkatalog für maximal 15% des Personals. Und das ist der Wunsch vieler Verbände, den wir natürlich aus der Anhörung mitgenommen haben, den die Fraktionen mit ihrem Änderungsantrag auch umsetzen, unter all den Bedingungen, die Claudia Ravensburg eben ja auch vorgestellt hat. Ich fasse zusammen. Wir haben einen Gesetzentwurf, der die Qualitätsstandards in der hessischen Kinderbetreuung erheblich verbessert. Es ist ein Paket, das ganz eng mit den Trägerverbänden abgestimmt war. Es ist ein Paket, das mit einer Förderung untermauert ist, die ihresgleichen sucht. Wir bekommen vom Bund 412 Millionen € bis 2022.
Und weil die Qualität, die in diesem Gesetz verankert ist, uns aber so wichtig ist und der Bund bislang völlig offen lässt, ob er an dieser Förderung festhält, garantiert das Land Hessen mit weiteren 138 Millionen € diese Standards bis 2025. Ich kann mich da nur wiederholen, wenn wir dieses Gesetz dann heute im Laufe des Abends verabschiedet haben, haben wir einen weiteren ganz wichtigen Schritt getan, um die Qualität der Kinderbetreuung in Hessen zu verbessern. Und das ist das entscheidende Ziel heute. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Zu einer zweiten Runde gemeldet hat sich die Kollegin Lisa Gnadl. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist für uns ein sehr wichtiges Thema, die Kinderbetreuung und vor allen Dingen die frühkindliche Bildung von Kindern. Herr Klose hat eben davon gesprochen, dass es ein richtig großer Schritt ist. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die qualitativen Verbesserungen, die jetzt über die Bundesfinanzierung von 412 Millionen € kommen, über das Gute-Kita-Gesetz, führen endlich in Hessen zu den dringend notwendigen qualitativen Verbesserungen, die wir schon seit Jahren hier gefordert und eingebracht haben und die Sie bisher immer abgelehnt haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kita-Leitungsfreistellung, Fachkraft-Kind-Schlüssel und vieles mehr. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie machen eben mit diesem Gesetzentwurf eben nicht nur die qualitativen Verbesserungen. Ihr Änderungsantrag, den Sie hier in dieses Gesetzgebungsverfahren eingespeist haben, führt nämlich auf der anderen Seite zu einer Qualitätsabsenkung in den Kitas. Und das ist das Problem, über das wir heute sprechen. Und ich habe es schon am Dienstag gesagt. Ich habe es im Ausschuss noch einmal angesprochen. Die Sozialassistentinnen und Sozialassistenten. Und der Minister hat weder im Ausschuss noch jetzt darüber ein Wort verloren. Und deswegen schauen Sie sich das noch einmal genau an. Die Sozialassistenten, die gibt es erst seit 2009. Vorher war das sogenannte Vorpraktikum. Staatlich geprüfte Sozialassistenten, so ist es in Hessen geregelt, ist eine zwingende Voraussetzung für die Erzieherinnenausbildung. Sie ist also der Erzieherinnenausbildung vorgeschaltet. Und genau diese machen Sie jetzt zu Fachkräften in Kitas. Und das ist das Problem, über das wir heute sprechen. Wir verschließen uns nicht, darüber zu sprechen, wie man den Fachkräftekatalog erweitern kann, aber doch bitte dann mit vergleichbaren Bildungsabschlüssen. Das ist doch der wichtige Punkt. Und deswegen kann ich nur an dieser Stelle noch einmal ein letztes Mal appellieren, dass Sie dieses Thema, wir haben das Gesetz, ist ja auf 5 Jahre befristet, dass es eine Evaluation gibt, aber wirklich eine Evaluation und nicht nur irgendwie pro forma. Und dass wir diese Notlösung, die Sie jetzt angesichts des Fachkräftemangels ergreifen, dass das nur eine vorübergehende Notlösung ist und dass Sie stattdessen die Zeit nutzen, in die Erzieherinnenausbildung zu investieren, dass Sie da mit einer echten Fachkräfteoffensive vorangehen, dass Sie endlich die Erzieherinnenausbildung grundsätzlich vergüten, dass Sie das Schulgeld abschaffen, und zwar mit Landesmitteln, dass nicht die Menschen, die eine Erzieherinnenausbildung machen möchten, auch noch Geld mitbringen müssen, um diese Ausbildung zu machen. Das sind die Punkte, die Sie endlich aufgreifen müssen, die Sie endlich umsetzen müssen, um diese Ausbildung attraktiver zu machen, um mehr Fachkräfte in die Kitas zu bekommen. Das, was Sie heute machen, ist dafür der falsche Weg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl.
Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Insoweit sind wir am Ende der Aussprache.